Ja, aber hast du noch nicht gerastet, oder? Nee, hab ich nicht. Du mit Ritter der Kosmos. Warum brennt da hinten nicht dieser Baum und da ist so Feuer und unter diesem Baum? Was für ein Baum? Na, der im Osten, wenn du mal so gucken machst. Achso, das sind so eine Feuerquallen, die hast du bloß erstmal schon getötet. Das sind Snacken. Die wohnen da. Achso. Nein, dann lass die da mal. Dann gehen wir jetzt hier mal so ein bisschen stealthy durch und müssen noch mal jeden Otto hier töten. Nee, das sehe ich auch nicht ein. Das kostet uns nur Zeit. Die mögen das zwar, die Ottos, aber. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie darauf stehen, Schmerzen zu erleiden. Mit ihren ganzen Dornen-Dingsbums-Flammen. Die haben so ein bisschen was von so einem Selbstgeißlungskult. Ich nehme mal an, da. Das finden die recht erfreulich, sowas. Ist das nicht ein bisschen Overkill? Nein. Er ist offensichtlich nicht tot, also kann man wohl nicht von Overkill reden. War ja Underkill dann. Ja. Der Weg ist frei. Wir können eintreten. Lieber Munchkin, tritt die Tür ein. Oh ja, ich trete eine Tür ein. Das haben wir gar nicht gespielt damals. So ein Inhalt eigentlich auch. Musst du den Mana leer machen? Hättest du es nicht vorher sagen können. So, war hier in der Ecke nicht noch einer? Ah ne, da oben. Da war eine Ratte vorhin. Oder? Wir müssen. Hier ist irgendwie, glaube ich, noch so ein Wächter. Ich habe keine Ahnung, wo hier welche Gegner spawnt. Habe ich gerade Fledermäuse? Ne, es müssen die Ratten sein. Ratten unter der. Da oben sind gleich zwei so eine Flammenjünger. Achso, das sind gar nicht. Der eine springt hier bloß mal runter. Ja gut. Ups. Mein Herr, lassen Sie. Alter. Die sind relativ unermüdlich in ihren Zuschlagen. Ja, die mögen das. Der wollte gerade nicht aufhören. Finde ich nicht okay. So, da sind wir wieder. Bereit für Runde 2. Mit den guten Agr-Dingsbums, wie auch immer er heißt. Box du erstmal die Dogen. Alter! Ein absoluter Full-Tank-Dogen. Ja, wirklich? Gehen Sie mal vor. Das ist der Mann kommt schon. Kann man den parryen? Hä? Ich glaube, man kann ihn parryen. Das ist, guck mal, das ist Drachenmagie aus dem fernen Leonia. Wie gefällt dir die? Das ist ferne Leonia. Oh. Oh, das ist nicht gut. Diese Farce mal beenden. Ja, zum Glück habe ich mehr Lebenspunkte als du, weil ich jetzt weiß ich, wie du gestorben bist. Und zwar an dem Bullshit. Nee, nee, der hat, ich hab. Ich dachte, er macht irgendeinen RAM-Angriff oder so, das sah so aus, und dann hat er zweimal Verbrennung nach vorne gemacht. Die erste hat mich gestaggert durchs Schild durch. Ja, das ist das Schild, was er benutzt hat. Ah. Ja, dann das. Das könntest du jetzt auch, wir haben es ja gerade gefunden. So, guck mal, die wachen hier eine Truhe, das kann eigentlich nur gut sein. Aha! Gut, dann lass uns mal zu Miriel reisen, würde ich sagen. Ja. Miri. Küche, Geliebte. Miri. Hab gedrückt, aber. Dann musst du wieder die Reise initiieren. Gar nicht. Ah, wie schön. Ja, dann genießen wir doch diesen schönen Abend hier. Oh, da vorne ist ein Bizzard. Ah ja, tatsächlich. Ah, sehr beeindruckend. Ja, kann man sehr gut sehen von hier oben. Ja, dann musst du mal voten hier. Jo. Und ab hier die Reise. Reise, Seemannreise. Ich sollte nicht mitsingen. Oder überhaupt singen. Generell überhaupt. Singen ist verboten. Ja, jetzt müssen wir nichts tun. So, hier. Was habt ihr denn da? Das ist Ketzerei. So, was gibt's denn dafür? Es gibt dieses. Oh, Riesenfeuer, verbrenne sie! Schleudere einen massiven, tosenden Feuerball. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Und Flamme, entlade dich. Das klingt beides nach der Art von Magie, die wir auf jeden Fall benutzen werden.
So, kicke ich die jetzt aus dem Dialog raus, wenn ich mich jetzt hinsetze? Ja. Ich weiß nicht. Ja, ah, ist unsichtbar geworden, aber ich kann jetzt hier Sachen kaufen. Riesenfeuer verbrennt sie und Flamme entlade dich. Beides gekauft. Prächtig. Bis. So, Magma-Schusskorn. So, wir brauchen das hier 28 Glaube und das andere Ding. Riesenfeuer braucht 30 Glaube. Braucht leider beides zwei Slots. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Ach, nee. Flamme entlade dich einer. Achso, oh. Na dann passt das ja. Sehr gut. Ja, dann kommt jetzt was erstmal raus. Und diese blitzende Speer erstmal raus. Und du hast Mondklinge. Die brauche ich jetzt gerade auch nicht. Den Quatsch hier testen. So, mal sehen, wie viel Reichweite das Ding hier hat. Hui! Oh. Nicht so viel auf jeden Fall. Ja, das ist lustig. Hm. Ja, aber das ist. Kennen Sie schon einen Bombenangriff? Also der Multi. Oh. Oh ja, stimmt, du kannst den nach oben werfen. Null Reichweite. Ja, also man kann es doch nicht so genau umhören. Das ist der Multifeuer, aber ist ganz witzig, ne? Macht der da? Ja, der ist vor allen Dingen groß und AOE-ig. Ich nehme mal kurz ein Testsubjekt. Da hinten sind so ein paar Schafe, Moment. Oh Mann. War hier nicht irgendwo so ein. War hier nicht irgendwo so ein Ritter? Nein, das Schaf ist tot, wer hätte es gedacht? Ah, lass mal nach. Der Mana-Verbrauch ist okay. Lass mal nach Entenhausen da wieder gehen, dann können wir da. Mal ein bisschen die Typen ärgern. Hm, okay, der AOE ist jetzt eher so ein Mittel. Nach Adula, sagst du? Grab. Stein der Riesen? Ne, brauchen wir nicht. Weißkammstraße. Ne, wir könnten eigentlich mal erste Kirche von. Ne, wir müssen. Erste Kirche von Marika, die ganze Ecke sind wir. Ne, wir können von der Weißkammstraße noch zurück über die. Über die Ebene. Von da aus müsste man auch zum Erdenbaum. Ne, kommt man nicht zum Erdenbaum. Ne, kommt man nicht, aber das ist eine eigene Region. Machen wir die mal schnell. White Ridge Road. Aber da kommst du nämlich zu dem Magieturm hin, aber nicht rein. Und wir können Vike nochmal besuchen. Nochmal? Hast du mitgebracht? Ja. Ja, habe ich, aber. It is what it is. Und es is an Scheiß. Yo. Weil. Du hast ja das letzte Vote gemacht, dessen hätte ich voten müssen. Viel Sinn. Nicht! Ach, jetzt macht das hier nicht kaputt. Weißkampfstraße. So, jetzt. Ja, ich glaube, das ist nicht effektiv, dieses Feuerzeug. Das sieht zwar ganz witzig aus, aber. Das müsste sich jetzt ja noch irgendwie zeigen, aber ich glaube, die Forty-Sax-Gang, die Saxophon-Gang ist immer noch König, was das angeht. Sinnlosen Schaden zu machen. Oh. Obwohl, den Hund hat es gerade so weggesprengt. Hier irgendwo so ein. Ach, da vorne ist so ein Mann allerdings, aber das wollen wir nicht. Das ist ein Lebensest, das auch. Meine ich. Ja, gut, das ist aber jetzt. Mein Interesse daran ist gerade, wenn wir vor schon Leuchtfeuer kommen, ist jetzt eher nicht so groß. Hier gibt es nochmal Spreng-Großbolzen, falls du die schon immer mal besitzen wolltest. Nein. Oh, schade. Also, lass uns doch mal Vike besuchen, die alte Sau. Der hat mich übrigens auch übel aufgeregt, weil er diesen komischen Ranrennangriff kann. Vikey. Des Fürstenanwärters. Ja, naja. Die Beschreibung von ihm sagt ja irgendwie auch, dass er irgendwann, dass er schon alles geschafft hat, dass er in den Keller gegangen und dann ist er irgendwie wahnsinnig geworden. Hat seine große Mission abgebrochen. Dann kommen sie. Der gute. Ja gut, wenn man den halt einfach mit den härtesten AOE, den man finden, einfach komplett aus dem Leben nimmt, der einfach nur noch mit Aufstehen beschäftigt ist. Was ist denn das eigentlich für ein Blitz? Den können wir nicht? Warum eigentlich nicht?
ist aber, oh, glaube ich, nicht wahnsinnige Variante von Vaig, oder? Ist es so? Yay, Geld, vielen Dank dafür. Ja, das ist ja, wir wurden ja vorher mal invaded von ihm. Das hier müsste ja die, die andere Version sein, oder? Ja, das ist aber nicht so effektiv hier. Wie reagiert denn auf Schwarzflamme? Gar nicht, so wie das aussieht. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass er voll den fiesen Angriff kann? Was für einen? Na, er kann so einen schon Sprung. Also. Hat er sich damit nicht gerade aus dem Leben genommen? Nee, waren zwei, drei, vier Stecher nach vorne. Na gut, ich lasse mich dann hier mal sterben und auf keinen Fall gerade von ihm komplett so, so kaputt machen. Na klar, na klar. Das war auch gerade kein Wallcatch oder so. Nein, 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 nein. Ich bin ehrenhaft gestorben. Oder so. Was hast du denn gemacht? Falkas Fall, oder? Was? Ah, nee, halt, wir sollten letztes Feuer eigentlich machen. Ja, das ist, glaube ich, die Jacke wie Hose, weil das ist das letzte Feuer. Ja, rasten. Rasten und so. Ja, gut, das ist jetzt aber nicht fern, sag ich mal. Oder? Das müsste doch hier gleich unten bei der Feste sein. Ich lade es mal. Dass du immer noch keine SSD hast. Doch eine SSD, what do you mean? NVMe-SSD, die gute. Weiß nicht, ob mein Board das schon hat. Also naja, das geht ja über PCI-Lanes. Je nachdem, wie viel du davon hast. Ja, nee, du hast ja eine auf dem Ding, oder? Du hast ja eine auf dem... Ja, ja, das ist ein Slot. Es gibt auch welche, die direkt so reingehen in das Dings. Ein normales PCI-16, das kleine habe ich natürlich. Ich glaube, diese Dinger brauchen Vierer-Lanes, brauchen die im rechten Sinne. Also ich kenne das nur so, dass die halt aufs Board auf so einen Extra-Slot, den NVMe-Slot. Ja, ja, klar. Aber prinzipiell sind das ist, wie war das? Der Prozessor bietet dir ja so und so viele PCI-Lanes und ein paar davon, oder zumindest ist das, glaube ich, der Verbindungsstandard, ein paar davon sind halt so auf dem Board, das sind diese NVMe-Slots, aber du könntest auch einen PCI-Adapter direkt für die normalen PCI-Slots machen, nein, wo du einen NVMe dranhängen kannst. Ja, ist es auch. Weil nach dem gleichen Prinzip funktionieren auch die Dinger, wo du mehr SATA-Teile hast. Oder. Was hab ich? Ich habe mehr USB 3-Ports, weil ich die immer mal brauchte. Dann habe ich da auch so eine kleine USB-Karte für PCI-Karte für gekauft. Vergiss deine Serie nicht. Bäumt sich hier der. Wollt ihr uns hauen? Eventuell habe ich den geboxt. Warum machst du denn sowas? Weiß nicht. Hat der was getan? Mich doof angeschaut, ich mag das nicht so gern. So, wir jetzt der Wikey Boy. Hui. Und bleib unten. Er rafft sich relativ schnell wieder auf. Au. Kann ich eben nachtanken. Versuch's mal mit der. Der spezialisiert aus der Fortisax-Gang. Und der hier ist richtig billig, dieser Massenfeuer-Zauber-Dings da. Wenn er nie hochkommt, kann er auch nie einen Estus schlucken, ne? Stimmt, ja. Ja. Alter, er macht schon. Ist aber halt auch krank gegen ihn. Ist ja nicht überraschend, weil er eigentlich selber diese Blitzzauber zaubert, ne? Eventuell spammen wir auch ein bisschen. Nein, nein. Nie. Hey, Vaigs Drachenblitz. Und, ja, seine Rüstung halt. Ja. Gut. Was kann Vaigs Drachenblitz jetzt? Das, was er da gemacht hat? Vielleicht, ja. Schön, dass er seine eigene Magie entwickeln darf. So viele neue Zaubersprüche hier ist ja schrecklich. Ja, Oblivion durftest du das auch. Da konntest du hinten bei der Magier. War es nicht nur ein Morrowind, oder konnte man in Oblivion die Dinger auch noch selber schieben? Oblivion konntest du selber bauen. Stärkt den Körper und die Waffe in der rechten Hand mit einem roten Blitz. Angriff von Vaig, Ritter der Tafel und Fest. Stärkt einen roten Blitz, um den Körper des Zaubern der Waffe in seiner rechten Hand zu stärken. Verzaubert die Waffe mit einem Angriff der Affinität Blitzen, erhöht das maximale Ausrüstungsgewicht, verringert übrigens auch die Resistenz gegen Blitzschaden. Ach so! Hm. Von allen Rittern war Vaig der Drachenspäher, der den Lanziax am meisten liebte. Oh.
Wir hätten uns mit den Drachen anfreunden können. Echt? Also klingt das gerade so ein bisschen, ne? Aber wir haben uns ja so ein bisschen nicht gut gestellt mit den Drachen, sag ich mal. Du meinst, wir hätten die gar nicht boxen sollen? Nee, wir hätten ihnen vielleicht, weiß ich nicht, ein Schaf mitbringen sollen oder so, weiß ich nicht. Sie haben fairerweise auch angefangen, sag ich mal. Also. Nee, der erste Kampf gegen Drachen, wir sind wirklich durch die Plattform gelaufen, wo diese komischen Ottos das Feuer angebetet haben. Dann kam der Typ einfach ohne aufs heiterem Himmel angeflogen und hat versucht uns zu boxen. Das darf der nicht. Das ist, ja, das sehe also ich, glaub, ich das, nicht in der Schuld. Ne, der Krieg von den der Drachen gegen uns wurde auf jeden Fall für den angefangen. Ja. Das steht ja mal sowas von fest hier. Oh, was ist hier los? Ich liebe es ja, gegen Marionetten zu kämpfen. Au. Vor allem, wenn sie noch so ein HP haben. Da ist noch einer auf dem... Und schießt echt viele Pfeile. Ja. Sie hätten ihren Marionetten ja auch einfach weniger Arme geben können. Aber nee. So, das ist keine Munition mehr, Skelett, wa? Marionette meine ich. Haben wir diese Luftballons, warten hier oben. Doch. Kann man? Meine ich? Au. Aber dann passiert glaube ich nichts, oder? Ja, bis auf das, ja. Was meinst du, ich hätte mal meinen Bogen. Achso, die Luftballons sind. Ach, die bleiben leer. Das ist ja interessant. Angeritten? Nein, nein, nein. Ich rette dich. Oder zumindest versuche ich's. Und ich werde beim Versuch sterben. Das kann natürlich auch passieren. Ups. Das war der zweite falsche Feuerball. Da hinten ist noch ein Ballon, aber der fliegt echt hoch. Ich weiß nicht, ob wir an den irgendwie rankommen. La. Vielleicht auch nicht. Hast du einen Großbogen? Ich habe einen normalen Bogen, reicht der nicht? Reicht, ja. Ich versuch's mal. Von hier aus ist man okay nah, man kann ihn so anvisieren. Achso? Was hat denn die größte Reichweite? Der hier könnte es sein. Ja, nee. Ah. Oh, ist ein kleiner Marionette, richtig? Au. Ja, der kam jetzt gerade sehr überraschend. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas gehört. Da stand er schon neben mir. Die Sau. Ha. Das ist ja frech. Ja gut, dann war es das hier, glaube ich. Weil... Da sind noch mehr Marionetten. Sei denn, möchtest du das Rätsel dieses Turmes noch unbedingt lösen? Heißt es, finde Kröten? Nee. Es ist, viel intelligenter. Wärst du überrascht? Schnee enthüllt Unsichtbares. Ja. Ja. Gewiss. Kann ich sowas mal akzeptieren? Frosthauende Boli. Wie auch immer das funktionieren soll. Ist viel. Du legst noch 5 alte Reißzähne hinter und Marionetten, Soldaten, Vogelhelm. Auch noch gekriegt. Der ist bestimmt total hübsch, wenn man den aufsetzt. Kann mir zumindest nichts anderes vorstellen eigentlich. Weiß nicht so schlecht aus auf dem Bild. Alte Reißzähne, jawohl. Ja, geht, ne? Ist? Wo bist du denn? Du mit deiner Hoslo-Rüstung. Bin okay. Ja, der passt ganz gut zu deinem Ensemble eigentlich. Nicht so schlecht, aber die ist besser. Na gut, dann sind wir glaube ich auf der Seite erstmal fertig und wir können eigentlich wieder zurück zum Eisigen See. Können wir noch einmal runterspringen. Warte mal. Hier kommen wir noch eine Runde. Ja. Wer wohnt hier? Dann war noch eine so eine Marionette. Vorhin. Irgendeinen habe ich auch noch getötet. Die haben wir. Ja, das ist glaube ich zu tief, oder? Keine Items, das sind so Gräber. Ja, aber wir wollen ja nicht runter, das ist ja unten im Flussbett, da kommen wir ja her. Dann können wir zum Eissee einfach reisen. Ja, meine ich. Das ist übrigens ein eisiger See, mein Herr.
so viel Zeit musst du. Ja, sollte dir auch leid. So, wir haben noch gerade wunderschön mehrere Runden 12 gefunden. Oh, wie viel bringen die denn das Stück? Reicht das für ein Level ab? Oh, gerade so. Willkommen zurück. So, bin jetzt auf 65, glaube. Das, 80 sagst du, das Cap. Ja. Wie macht man das denn eigentlich in New Game Plus und Plus Plus Plus, wenn das dann alles irgendwie nichts mehr bringt? Wurdest du nicht irgendwann ganz schnell abfuck? Ich stirbst du halt auch einfach dann ab 100.000 Mal, weil alles dich one-hittet, aber irgendwie, also nach ab Plus Plus wahrscheinlich. Ich hab's nie versucht, ich hab, glaube ich, das Weiteste, was ich bis jetzt gemacht habe, war Dark Souls 1 in New Game Plus zu spielen. Weil Dark Souls 3 rausgekommen ist. Ich wollte Dark Souls 1 zu Ende spielen, aber ich habe das DLC nicht gemacht und musste das dann natürlich nachholen. Das heißt, ich musste das so weit spielen, dass du das DLC machen konntest. Und da war Artorias in New Game Plus gar nicht mal so einfach, sag ich mal. Ah. Weil ich das ja auch gerusht habe, den Verlauf bis dahin. Ja, okay. Ich hab mal irgendwann ins 2er Plus habe ich mal reingeschaut. Und da waren halt ein paar neue Gegner. Ja, das sind halt so neue Gegner, so aller. Das ist halt so ein großer roter Typ, der halt noch irgendwas macht. Die haben, glaube ich, auch Sonder-Items gedroppt oder so, aber. Das ist tatsächlich noch ein bisschen anders. Ich weiß, dass in Dark Souls 1 standen noch irgendwelche komischen Gegner, worum, wenn du einen Platz hattest. Auch so eine roten. Ah, vielleicht war es auch eins, was ich gespielt habe. Irgendeins habe ich mal in New Game Plus reingeschaut und gesagt, ja, okay, ist halt das gleiche Spiel nochmal, nur halt noch schwerer. Ja, ich meine, sie versprechen dir eigentlich nichts anderes, ne? Sie sagen, es ist ein New Game Plus. Was hast du erwartet? Ja, aber irgendwie habe ich da nicht den Sinn gesehen, das mit dem gleichen Charakter nochmal zu spielen, weil ich hätte wenn dann halt noch einen anderen Bild ausprobiert mit Stärke statt Int oder so, aber. Ja, es ist halt, glaube ich, dann interessant, wenn du halt von Anfang an irgendwie mit bestimmten Fähigkeiten spielen willst, die du eigentlich erst später findest. Zum Beispiel in Bloodborne, die Magie ist ja eigentlich nicht so, die hast du ja am Anfang nicht. So richtig. Und die ist aber mega OP, oder wie? Das kann ich gar nicht einschätzen. Ich hätte jetzt, das ist halt, in Bloodborne sind das irgendwelche Wahnsinns, irgendwas, Dingsies, und es wirkt halt so wie die Magie. Aber ich habe das halt nicht gelevelt, was du dafür brauchst, deswegen kann ich dir nicht sagen, ob das da wirklich irgendwie gut wird. Beim Bloodborne gibt es doch nicht so viele Waffen. Die meiste Zeit bin ich eh mit dem Tonitrus rumgerannt, wie das Ding hieß. Der Gute. Das war so eine Blitzkeule. Hier oben ist übrigens noch ein Item. Stimulierende Boli mal 3. Au. Au. Hast du Spaß da hinten? Ich habe Skelette und sie hauen mich. Okay. Hättest du noch den, hättest noch einen Moment deiner Zeit für mich? Ja, klar. Sobald du natürlich mit deinen Skeletten fertig gespielt hast. Ich habe noch in der Aufs Maul gespielt, das ist echt ein ganz gutes Spiel. Oh, gab anscheinend Estus dafür. Schön. Eins ist da übrigens noch, was hinter dir läuft. Da kann man jetzt auch nichts machen. Ach, Tragödie. Hallo. Hallo. Ah ja, ja, ja. Nimmt die Stelle, ja, ich erinnere mich. Ja, denn auf. Whee! Ich weiß gar nicht, wie weit das ging. Ich meine, es war relativ weit. Weil letztes Mal habe ich hier 150 Kiesel verbraucht, weil ich mich nicht getraut habe. Du kannst dich auch unendlich bauen, also. Ja.
Die despawnen irgendwie nach 70 oder so. Das war sehr klug von mir, weiter zu rennen, dass das Ding liegt. Also kannst du gerne vorlaufen, wenn du dich confident fühlst, dass es hier so weitergeht. Du machst das toll. Ups. Irgendwie ein bisschen weiterwerfen. Kann man hier mal einen Abgrund? Ich meine, du siehst ja auch so ein bisschen den Schnee, fällt mir gerade so auf. Also es müsste theoretisch bis genau hier gehen, mindestens. Kannst du die Wand hier hauen? Nee. Ich meine, hier war irgendwo eine Treppe oder so. Da schon mal nicht. Jo, ne? Das mit, du darfst gerne mit Steine schmeißen. Du musst die mal ausrüsten. Fuck, wie war denn das hier? Und die Scheißdinger. Das weiß ich nicht. Da brauchen wir neue bauen. Herstellung. Prismasteine. Mach's anders. Ja. Fins. Aber wo sind diese Kackdinger, Mann? Weiß nicht, vielleicht hast du nie welche gebaut. Sie heißen übrigens Regenbogensteine, nicht Prismasteine. Pedal geht schon mal weiter. Ach, du hast jetzt, holst du die Pfeile raus. Da ist die Wand. Hier vielleicht? Nee. Ich hatte das letzte Mal durch Zufall auch irgendwie gleich beim ersten Mal gefunden. Dass das die Verarsche ist, der Schnee zeigt den Weg und das schneit ja halt nicht. Also ganz leicht. Hä? Ich hab die Gefiederten letztes Mal benutzt. Hab ich die fliegen weiter? Nicht Gefiederten. Also ich glaube, ich habe eine ganz gute Vermutung, wo es hier weitergeht. Ah, ja. Ich könnte da was dran sein. Aber wer kann das schon genau sagen? Es könnte ja immer noch ein Abgrund hier kommen. Okay, what the fuck. Schön. Ja, gut. Das ist schön, dass wir das auch geklärt haben. Es war ja zum Glück überhaupt nicht anstrengend. Absolut herrlich. So, jetzt brennt doch erstmal der Turm. Der Turm wusste, auf was er sich einlässt. Ja. 80 Steine habe ich übrigens geworfen für den Spaß gerade. Das ist kein Heiltrank. So, und ich hoffe, es gibt hier zumindest einen Speicherstein am Ende, sonst wäre das hier, wäre es die ganze Mühe umsonst gewesen. Riesengroße Verschwendung wäre das gewesen. Verschwendung, ja, das ist, wer weiß, wie viel Prismasteine ich nur noch bauen kann. Wahrscheinlich das gar nicht mehr wirklich so viel. Müssen wir nochmal nach Limgrave rüber jodeln, da nochmal. Ja, aber Schub ich kann nämlich gehen. Nur noch. Oh. Einbauen? Ich habe nur einen einzigen Rudenfragmentstein bei. Also anscheinend kann ich nur noch einen einzigen bauen. Oh, hallo, wer sind Sie denn? Oh. Ja, der braucht bestimmt ein bisschen mehr Weisheit, als ich habe. Angucken.
Ursternregen. Okay. Ich nehme an, du willst ein örtliches Leuchtfeuer aufsuchen. Ich kann ja nicht. Du kannst sie nicht? Kost 52, ich hab 40. Oh, diese ältesten aller Urzauber stammen eigentlich von einem Astrologen der Antike, eine wahre Legende der Zauberer. Er schafft eine dunkle Sternwirkung über den Zaubern, aus der sich kurzzeitig auf ein gewaltiger Wolkenbrocher gießt. Diese Zauberer kann Bewegung gewirkt werden und lässt sich durch Aufladen noch verstärken. Angeblich ist dies der Zauber, aus dem die Schimmersternzauberer entstand. Durch einen flüchtigen Blick in der Astrologen auf die Urströmung nahm ihre Macht Gestalt und der Bernstein der Sterne prasselte auf das Land. Alles ja, okay, quasi Radar halt in Zauber. Da fehlt dir aber 12 Weisheit. Na gut. Aber kriegst du nicht schon 8 Weisheit? Boah. Kriegst du nicht schon 8 Weisheit durch dein Amulett? Also durch deinen Helm? Nee, Arkan. Achso. Aber ich könnte natürlich Weisheitssachen ausrüsten, mal um den mal auszuprobieren. Goldene Rune rein. Die Schimmersteine halt. Krone von Haus sowieso Land. Da muss man nochmal drunter unter den Aufzug. Nee, das ist einfach nur der Ausgang. Ich bin einfach nur im Umschwung. Das ist. Da reichst du nichts Neues mit. Ja, cool, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Menno. Also, das ist wirklich nichts. Das sehe ich nichts. Handy vibriert, warum tut's das denn? Ah ja. Schreibt jemand XT. Das ist ja schön. Schreibt XT? Der Fabian macht sich über unsere Anrunde lustig, aber weiß ich nicht. Darf man nicht. Die ehrenhafte Anrunde. So. Hier, du lädst ja noch. Erfahrungsgemäß fliegst du raus, wenn das passiert. Hallo. Grüße. Ja, also ich habe auf jeden Fall keine Chance, dass ich aus 52 Weisheit komme. Das, ja, ich probiere das mal eben. Das würde in diesem Leben nicht mehr passieren. So, Schimmerstein, Krone von Haus, sowieso Land. Was gibt am meisten Weisheit? Da, die gibt's ja, damit bin ich auf 46 mit der. Dann gibt es noch diesen erhöht Weisheit-Talisman. Nee, um 51. Wie viel brauchte man? 52 wahrscheinlich, oder? 52, ja. Nun. Es gibt doch bestimmt noch ein Amulett, was auch nochmal ein Weisheit bringt oder so, oder? Vielleicht, ja. Wo ist denn das Ding? Das schnell, bla, das Fünfer hast du ja schon. Ja. Ja, der Komet kostet übrigens auch 52. Ich meine, sie können sie bei der guten Gelegenheit auch gleich noch machen. Ja, das könnte es natürlich im schlimmsten Fall noch irgendwelche Singer ploppen. Ja, aber so richtig flat Sachen bringen tut hier. Ach klar, du kannst Marikas Auge anlegen. Ja. Das Narbensiegel. I have a better idea. Oh. Das ist Cheaten. Doch, doch, das ist eindeutig Cheaten. Das darfst du gar nicht. Ah, der kostet 2 Slots, ja, das ist natürlich doof. Okay, entfernen. Was kann denn noch raus erstmal? Ja, der Eisnebel muss leider erstmal raus. Hokkaido-Kürbisse? Linsen à la Provence? Was sind denn Hokkaido-Kürbisse? Hokkaido? Hm. Ich kenne diesen Weiges Drachenblitz. Das ist ein Ort, ja, das ist eine Insel in Japan, aber. Wie jetzt? Oh. Ich hab's mir irgendwie größer vorgestellt. Weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen enttäuschend, oder? Ja, sieht schon cool aus mit dem finsteren Zeug, aber. Es hat so ein bisschen so ein Sturm im Wasserglas. Du möchtest noch Adula? Was? Na, das ist Windmühlendorf. Nee. Ich nehme mal den Komet mit. Also, ja, doch, ich nehme mal den. Ja, du kannst halt 2 Slots. Dafür sieht er schon. Wir probieren den da oben mal kurz aus. Kommen Sie. Ich komme. Ja, was ist das? Da. Warum kann ich denn diesen Drachenblitz jetzt nicht wirken? Hab ich jetzt wie viel Weisheit? Für 56, okay, ich muss Weisheit leveln. Oh nein. Kann ich sie nicht wirken, weil meine Waffe nicht verzauberbar ist? Wow. Naja, also dafür, dass du jetzt 52 Weisheit hast, ist das jetzt eher irgendwie so ein Mittel, oder? Ist ja fucking useless, ach du Scheiße. Was muss ich denn machen, um diesen scheiß Vigus Lachenblitz zu zaubern? Deine rechte Hand muss, Ach, jetzt, ja. Es muss tatsächlich eine Waffe sein, mit der es geht, aber... Okay.
Ja, gut, das wäre vielleicht ganz klug gewesen, wenn ich eine Waffe genommen hätte, die nicht Level 1 ist. Ja, theoretisch kann man noch eigentlich das... Was ist der Runenbogen? Bist du schon wieder tot? Hm. Ja gut, okay, das Ding ist scheiße. Meinst du? Also wir haben es ja gerade gesehen. Das macht ja gar nichts. Ist nur lustig. Ja, dann kommen wir mal... Komm nochmal mit den Meteoriten wieder. Ne, den kann ich jetzt nicht benutzen. Ich mache jetzt nicht noch einen Rohbogen rein. Also könnte ich schon, aber nö. Ja, du kannst einfach das Marikas Auge Namensegel anwählen. Das hat doch quasi den gleichen Effekt. Ja, okay, stimmt. Oberlern. Und ersparte den. Komet und. Was? Haha! Also Komet ist halt einfach krass. Das war der Komet? Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Kann man aufladen und Chain casten. Ja, dann hast du nicht diese Flasche des unendlichen Manas. Ja, mit der Flasche des unendlichen Manas habe ich gerade eine andere Idee gehabt. Pull mal was zusammen. Oh ja, das ist schon tot. Ich soll was zusammenpullen. Ja. Na gut, dann ich bin unterwegs. Aber diese Skelette sind aber, glaube ich, nicht so die großen Folge-Boys hier. Zusammenpullen, hat er gesagt. Das ist jetzt hier nicht das Gebiet dafür. Es gibt noch einen, so einen Karren, halbwegs high-levelig, der gezogen wird. Ja, zusammenpullen. Das ist ein Friedhof. Wer soll denn hier kommen? Lol. Die Toten? Ja. Und den würde ich auskennen. Also, wir sind bei 2. Okay. Ja, mach die fertig. Wir machen das mal anders. Das ist langweilig. Aber wir gehen gerade ins Windmühlendorf. Nein, lass uns mit dem Dorf. Eben was probieren. Moment, erst muss der Monkey hier weg. Nein, das Gemir-Lager. Ne, wo ist denn dieses Dumme? Ah, hier. Mit dem Dorf. Dorf. Ach, nö, Mann. Ist es wieder soweit? Da ist noch ein Adernblatt, das können wir noch holen in der Zwischenzeit. Yay. Was kann eigentlich hier Hauslos Blutpeitsche? Das hier gewesen. Ich hau mit diesem Supertrank rein und dann mache ich. Kannst du das halten? Ich denke, das zählt noch für Zaubereien. Das ist so spannend. Na gut. Wir probieren das. Also ich kann dreimal hintereinander Ding dann machen. Ich kann dreimal hintereinander den Speier machen. Der Speier. Ist doch eigentlich ganz okay, oder? Ja, das ist bestimmt nicht das Schlechteste. Ich dachte eigentlich, man kann es durchhalten. So. Also du kannst ja immer den zweimal hintereinander machen, dann muss er ab einmal absetzen. Dann ist er erstmal müde und muss... Hey, die machen das gleiche Geräusch wie die Untoten in Dark Souls 3. Die... Aua. Sind gar nicht alle tot. Das ist ja eine Täuschung. Ja, schön hier in Alula. Es gab sogar einen Menschenknochensplitter. Zweimal. Eine goldene Runde 3 bekommen. Das goldene ist. Runde 3 und einen Menschenknochensplitter. Oh ja. Okay, also gerade der. Ich Marport rein, dann kann ich kurz richtig durchdödeln. Kann ich irgendwie diesen Azurs Schimmerstrahl kriegen? Er muss ja nochmal. Musst du noch was leveln für? Was ist das denn grad? Was ist denn das für ein Blutnebel? Ich hatte hier so eine größere Dingens bei. Ich habe übrigens im Wiki gelesen, es gibt 4 von diesen komischen Festivitätsgegenständen, die Runen bringen, wenn du Leute haust. Hm. Brandkeule, das Schwertmesser und was noch?
Na, die große Schwabenkeule? Das, was die da gerade gehabt hat, diese ganz große Keule. Die da, nee, das ist ja die normale Schwabenkeule. Es gibt irgendwie noch, genau, hier gibt noch diese kleine Schwabenaxt hier. Und dann halt, keine Ahnung, die Schwaben-Zweihand-Axt, Forke, whatever. Also nee. Na gut, jetzt lass uns aber hier mal aufhören. Das ist ja eigentlich hier durch das Thema, oder? Oder gibt es hier noch was zu finden? Nein. Gut. Dann zurück zum Eisfeld. Wir müssen doch noch ganz dringend einen Tibierseefahrer umnieten. Und zur Festung Soll müssen wir eigentlich auch noch. Na, das geht wieder nicht. Ja. Das muss vielleicht vorher überlegen, sondern bevor wir alle Gegner. Ach ne, da unten sind noch welche sogar. Mit denen können wir uns noch die Zeit vertreiben. Ich habe doch hier eigentlich noch mein Ritual der schwarzen Flamme. Das ist doch eigentlich, passt doch eigentlich sehr gut zu den Festivitäten hier, oder? Rituale sind immer gut, ja. Ja, ich rituale hier mal. Jetzt mögen sie mich nicht mehr. Ja, das hat ein sehr... Ja, danke dafür. Dieser Kreis, in dem das funktioniert, ist wirklich klein. Mhm. Also es ist wirklich nur eine Linie quasi. Es wird das so tatsächlich funktioniert. Wie so ein Ring halt, der Außenschaden macht aber nicht jeden. Ja, also das sind mehr gerade hinterhergerannt und haben halt nur einen Proc genommen und sind dann weitergelaufen. War schon sehr enttäuschend. Naja, sei es drum. Das habe ich ja nicht gerade ausdrücken lassen. Halt Effekt erhöht Resistenzen. Naja, gut. Okay. Ja, dann lassen wir mal über den Friedhof durchreiten, weil an sich haben wir da ja gerade kein Business. Ja, klar. Dann können wir auch. Achso, warte, ich würde noch gerne kurz mit Spells tauschen. Achso, er tue. Die Ausrüstung wieder zurücksetzen. Auf Drachen-Stuff. Na gut, du musstest ja gerade richtig viel auf Int setzen. Aber ich habe jetzt halt. Ich hole dir Sterngucker. Ich müsste ja Vikes komisches Feuer der Lächerlichkeit immer wegpacken. Das ist ja nur eher größere Enttäuschung. Wenn ich dieses eine komplett inkonsistente Skelett, was auf diesem Friedhof rumrennt, und einfach mal 5 Level höher ist, ist der Rest. So. Statt dem Kometenbombenangriff, statt dem. Ne, das passt dann so. Ich bin wieder. Ja, wieder ready. Bist du wieder im Zustand? Ändere den Zustand. Bestes Spiel. Was? Du musst mich aufklären, ich schwimme raus. Was? Nee, das ist das. Das kenne ich bestimmt irgendwie unter anderen Namen. Beschreibe es. Das Standardprinzip ist, dass du 6 Schnappgläser vor die Truppe mit Leuten hinstellst und jegliche Arten von Getränken, alkoholisch und non-alkoholisch, stellst. Also hast quasi einen Tisch voll mit Mischgetränken und Sachen, die man eigentlich nicht mischen sollte, aber egal. Und 6 Schnapsgläsern. So. Dann hast du einen Würfel, der geht von 1 bis 6 und das sind 6 Gläser, ne? You get the concept. Und dann, immer wenn du das ein leeres Glas erwischst quasi, dann darfst du es auffüllen und wenn du es ein volles Glas erwischst, musst du es trinken. Wenn alle 6 Gläser voll sind und dann wird ausgewürfelt, wer die höchste Zahl würfelt, muss alle 6 trinken und danach ist das Spiel meistens vorbei. Ich wollte gerade sagen, das klingt so, als würde es den Schädel ändern. Dann, ja, hatte ich schon einen ziemlich fiesen Rausch, natürlich alle 6 Stück weg. Ja, das passiert ja wahrscheinlich auch nicht ganz so schnell, dass man alle 6 hat, oder? Alle 6 voll sind, das passiert schon mal, aber das ist natürlich nicht der Fall, den irgendjemand haben möchte. Also die meisten anderen, also die es nicht trinken müssen, schon, aber na, ist ja klar. Wie bei allen Trinkspielen. Anyway, genau, dann haben wir irgendwann per Konvention haben wir angefangen, ganz, ganz, ganz schlimme Sachen zu verbieten, wie zum Beispiel alles mit Milch, also Wodka-Milch zum Beispiel, weil das flockt dann so aus und dann ist in der Mitte so ein Milchkern und außen ist Wodka, naja, ist auch egal. Ja. Oder Bier und Gin ist. Bier und Gin? Oh, gut, Bier mit irgendwas ist eigentlich. Wodka-Bier war auch die Hölle. Das muss man auch nicht haben. Das gute alte Wodka-Bier, wer kennt das nicht? Ja, lustiges Spiel. Ja, total. Erinnert mich an Busfahren. Das ist, das geht mehr zur Sache. Busfahren ist auch ziemlich schlimm, ja, klar. Ja, du kennst das.
Das gibt ja sowieso Fanatiker, die schaffen es wieder in jede Runde in den Bus einzusteigen und nicht wieder auszusteigen und dann dauert das an. Wenn du dann so Kumpels, so übermotivierte Kumpels hast, die Karten mischen. Oder du Leute hast, die sich nicht merken können, in welcher Reihenfolge die Karten lagen, dann hast du ein Problem. Ey, das Erdenbaum-Boy. Ja, ja, also der ist gerade schon erschienen. Ich dachte, ich warte darauf. Jetzt lass mich erstmal von ihm hauen. Das ist gut, das kann man so machen. Aber ich habe gehört, wir haben auch jetzt hier eigentlich die absolute Feuerwaffe. Wenn der eben oben in seinen Trichter da einen Ball reinschmeißt, tut er bestimmt weh, oder? Dann gibt's bestimmt Bonuspunkte. Hui! Erdenbaum, Klon, Boy. Den Move hatte ich ganz vergessen. Aua. Warte mal, das ist doch eigentlich, prinzipiell ist das doch ein Avatar des Erdenbaums. Und wir wollen, eine Option ist es doch, diesen Baum mit Chaos, ja, das funktioniert ganz gut. Ihn mit Wahnsinn zu verbrennen, würde ich sagen. Das macht ganz gut Damage eigentlich. Alter. Wie läuft so die Saxophon-Gang? Gut. Du hast das Gefühl, der Boy mag das nicht so. Ich versuche auch mal die Saxophon-Gang hier. Und ist schlecht. Der Schlag vom... Ah fuck, ich bin tot. Der Schlag vom Erdenbaum-Avatar ist so stark. Oh. Du auch? Ich bin einfach zwei dann. Ich dachte, du machst den einfach fertig. Nee, das sind zwei. Die haben auch beide den gleichen Lebensmittelbalken. Also das, wenn du deinen besiegt hättest, wäre der andere auch tot gewesen. Ja, du. Aber ich habe ein bisschen rumgetrollt und dann war ich einfach mal tot. Ich habe auch nicht wirklich mehr Mühe gegeben. Ich habe den mehr so als schwächlichen Wurscht abgetan. War dann scheinbar nicht ja, so. Ja, gut, das hat ja bis da noch ganz gut funktioniert. Mit dem Wahnsinn bin ich bis dato gut gefahren. Dann halt nie mehr. Naja. So ist das manchmal. Wie hoch ist eigentlich der Unfälle-Counter? Inzwischen bist du schon bei 150. 168, um genau zu sein. Ui. Ja, ja. Ja, wir haben doch, also teuer war auf jeden Fall, waren diese einen Höhlen da, wo wir den, bei Radan, die mit den Baumgeister. Das hat uns einiges gekostet. Ja, stimmt, ja. Und dann letztes Mal in dieser komischen Schneehöhle da, mit den Katzendämonen. Ach, dieses Mistvieh, Mann. Ich bin gestern erst die Episoden durchgegangen und hab die, war ich richtig physisch müde danach, weil das sowas von ermüdend war. So, der Scheiß kommt nochmal. Das hässliche Mistwesen. Ui, dieses Ding macht ganz gut Betrieb hier. Immer noch zusammenstehen. Ich bin gerade schon ein bisschen beleidigt, dass das bei dir noch so... Oh, fuck, nein. Ach, Mann! Ja, machen wir jetzt fertig. Das ist ja schrecklich hier. Tja. Tja. Sorry, boy. Himmelblumen. Blasentränen, was macht die denn wieder? Da musst du anscheinend sowieso, weil ich bin dann. Es ist mir nicht erlaubt, zu respawnen. Obwohl der große Boss dieser Welt gefallen ist. Ach stimmt, hier war ja noch ein Mausoleum. Schon mal ganz vergessen. Ja, unten beim Dings, hier sind die Schnecken auf der Brücke. Ja. Ich weiß nicht richtig, ob man das Schnecken nennen kann, weil eigentlich sind es ja. Das ist ja nur ein großer Totenschädel mit. Eine Schnecke drin. Ja, ein Wurm. Wie sieht die aus? Ich glaube, normalerweise haben Schnecken nicht ganz so viele Knochen. Yay, Hopelessness. Glas mit alkoholischen Getränken auf den Tisch. Ein Viertel Dollar Münze, Quarter muss auf den Tisch geworfen, dass sie ein Glas landen. Wer es schafft, der darf bestimmen, wer das Glas austrinken muss. Ach, der Scheiß. Ja, ich erinnere mich. Das gute alte Quarter-Spiel. Also die ganzen geschicklichkeitsbasierenden Trickspiele haben wir nie gemacht. Ragegate ist ja auch so ein Ding, das ist halt auch manchmal mega schlimm. Du weißt, ich bin wieder alt, da macht man nicht mehr so Trinkspiele. Ich, bei der letzten Gelegenheit einer Party wurde ich für meine Weinauswahl gelobt. Soweit ist es schon. Hey. Ja, ich habe einen Kumpel, der ist so ein bisschen,
Rotwein-Fan. Der hatte sich neulich vor Weihnachten irgendwie über irgendwas echauffiert, dass irgend so ein Italiener keine Weinauswahl hatte, weil da war die Frage, welchen Wein wollte er haben zwischen Rot- und Weißwein. Was? Und auf der Karte stand aber, fragen Sie unser geschultes Personal nach der der Weinauswahl. Und er ist dann mit so einem hyperspezifischen, irgendwie ein Primitivo aus Puglio oder so gekommen, war das, glaube ich. Also Puglio ist irgendeine Region in Italien, wer hätte es gedacht? Ja, dann kam als Antwort, ja, Rotwein oder Weißwein, was soll es jetzt sein? Ja, hat aber nicht den kompetentesten Mitarbeiter erwischt. Ja, aber dadurch, dass er gerantet hat, habe ich dann, schlau wie ich bin natürlich, habe ich hochgescrollt und habe dann gedacht, na, er kommt jetzt zu Besuch, dann gehen wir doch mal hier im örtlichen Karstadt ins gute alte Kaufhaus und im Keller ist da so ein Feinkostblab und holst halt mal den Wein. Dann kann er da eine halbe Stunde lang sappeln, meinst du zufrieden? Ja. Ey, das ist so ein Monkey. Witzigerweise empfand er, dass der billige von den beiden Weinen, die wir gekauft haben, der bessere war. Hast du wieder meine Theorie bestätigt, dass Wein bei 10 Euro austoppt und alles weitere ist eigentlich Quatsch. Ist hier noch irgendwas außer die Monkeys? Weiß ich nicht. Ich denk schon, oder? Also da hinten ist noch die Quallenburg noch. Ja, also wenn du ganz so weit springen könntest, könnten wir zur Festung Soll direkt hier rüber springen. Weiß nicht, vielleicht. Ja, Sturm. Wenn wir Sturmwind vielleicht irgendwie so eine irgendwas Tolles füttern, dann geht das vielleicht. Auch ein Jetpack noch kaufen. Ja. Das fehlt eigentlich noch sehr. Ja, gut. Zwischen sind die einfach auch nichts mehr wert. Das ist einfach 10er, das sind das 6200 irgendwas oder so? Goldene Rune 6 oder besser bekannt als 10 meine ich, besser bekannt als 5 Gegner. 0. Ach, aber guck mal, hier ist noch der Geist, müsste hier irgendwo noch sein, wenn wir das Gemälde schon gefunden haben. Hier ist auf jeden Fall einer. Ah ja, hier ist es. Ach, hier ist auch Goldmaske und seine und Friends, Mensch. Hey, Goldi, du geiles Sau. Ah, 9er. So, mal sehen. Red Goldi direkt mit uns oder? Ja, erzählt, ah, er macht die ganze Ordnung. Da was Neues im Angebot? Oh nein, er zweifelt. Jetzt? Irgendwas Neues? Nee, oder? Gerade noch nicht gehabt. Bei mir haben die alle. Also mir erzählt er gerade irgendwas vom Berg aus Feuer. Ja. Aber warum? Nö, was neu. Was ist jetzt der Quest hier von ihm? Keine Ahnung. Das du bist mal der Typ, der uns immer die Quest auf. Ist hier irgendwo ein Leuchtfeuer an ihr? Also bei mir war der nicht. Ach so. Ja, weiß nicht. Wahrscheinlich müssen wir jetzt einfach nochmal ein Leuchtfeuer. Wer hat jetzt irgendwie Zweifel? An der Loyalität seines Meisters, weil seine mathematischen Fingerbewegungen verraten die Prinzipien der goldenen Ordnung. Oder so. Ja, ja, bestimmt. Whatever's. Ja, goldene Ordnung, das ist. Also Meister Goldmaske würde auch gerne in den Baum abfackeln. Vielleicht, ja. Vielleicht ist das eigentlich ein Spion von der Wahnsinns-AG. Ja, darf er doch gerne machen, dann müssen wir das nicht machen. Müssen wir Millennia nicht opfern. Die war ja bis jetzt eigentlich mal ganz nett für uns. Dass du die auch nicht retten kannst, weil sie ist ja sehr sauer, wenn du das anders tust. Dann müssen wir bei Nacht herkommen? Ach ne, das geht immer anscheinend. Wo bist du? Ja, hier draußen. So, ich hab die Qualle, wie es der Zufall so will, auf der Kurzwahl. Na dann. Bist du ready? Ja. Irgendwo weiter unten findest du auch die Gräber von den beiden. Pirouette? Muss ich ausprobieren. Hä? Kommt jetzt die andere Qualle? Deine Qualle. Ach so, du hast auch eine. Nee, deine Qualle. Ja, aber hier sind zwei Quallen. Moment.
Also okay, die stehen jetzt ineinander, aber mir sind jetzt zwei Quallen da. Das ist doch die falsche. Was sind die verdammte Pirouette? Ui. Beim ja, das sieht schon, ja. Kommt dieser nigerianische Typ und sagt, why are you gay? Ja, das, So, es gab hier irgendwas noch Schönes? Und Siema. Ah, noch eine Truhe. Als ob es hier Mimics geben würde, diesen Spiel. Urschimmersteinklinge. Was ist die so? Ist das klingt mit irgendwas mit Weisheit. Zauber verbrauchen weniger FP, aber maximal EP sind reduziert. Oh, verbrauchen mehr FP? Weniger FP, aber maximale EP sind reduziert. Ja, ja. Das ist die Glaskennen-Dings. Kostet aber schon sehr viel Leben, ich glaube, das kann ich nicht machen. Alte Zauber rammt sich die Klinge ins Herz, um ihre Seele mit Urschimmerstein zu erfüllen. Vergeblich, vielleicht tödlich, auf jeden Fall. Wir müssen übrigens noch unsere beste Freundin und Lehrmeisterin eigentlich noch auf den Thron von Raya Lucaria hieven. Aus wen? Ich habe ihren Namen vergessen. Inala? Nee, die ist ja schon da. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Die wir im Keller gefunden haben. Zeln. Zeln, genau. Und am besten, ohne sie wahnsinnig werden zu lassen. Das heißt, Meister Azor und Dings müssen... du hast mit denen schon gequatscht, oder? Nee. Weil dann ist die Quest zwar technisch gesehen nie beendet, aber das wird immer wie besser gefallen. Weil du kannst nämlich dieses Duell mit... Wie auch immer der... Jagan. Ah ja, genau. Der Typ, was die Festung heißt. Was? Jagan, der Kastellan. Ja, ach, Kastellan, so war das. Du bist unten bei den Gräbern, nehme ich an. Nee, bei den Fledermäusen oben. War noch eine mit farbigen Flügeln und hier liegt noch ein Frostfett, also ein, zwei Frostfett. Das ist ja absolut fantastisch. Ich kann mir ja technisch gesehen nichts Besseres vorstellen. Ich dachte, hier ist noch irgendwas von Wert, aber nein, anscheinend nicht. Na, und wo gingst du denn? Oh, du bist ja da unten, oder? Bei dem Berg runter. Aber irgendwo da unten waren halt die Gräber. Von den beiden Schwestern. Ich bin hier rumgeritten in der Burg und dachte mir, hier ist irgendwas Cooles. Aber anscheinend gab es nur den Urstein-Zauber-Ding. Ja, der ist ja auch total toll. Ja. Habe ich gehört. Das ist der. Hm, lebst du? Ja, die haben ja alle so farbige Flügel, sehe ich gerade. Okay, jetzt wohl einfach sonst weg. Langweilig. Ja, wir haben ja schon viel erlebt, also. Das stimmt. Hey, wo geht's hier runter? Links, irgendwo am Rand. Kann ich runterspringen? Nee, du kriegst direkt so eine Spiegel. Und hier steht dann Grabuntersuchung. Chiron, Aurelia und Auriliette, die nie die Sterne erblickt haben. Jetzt weiß ich nicht so richtig, wie man daraus jetzt schlussfolgert, dass die Qualle, warum die Qualle, die wir ganz am Anfang gekriegt haben, ich weiß gar nicht, wo wir die überhaupt her haben, dass die irgendwas hiermit zu tun hat oder ob es einfach nur irgendeine Qualle sein muss. Vielleicht, ja. Ja, es ist ja eine sehr tragische Geschichte auf jeden Fall. Die beiden wollten sich mit 14 Sternen angucken, ist anscheinend nichts geworden. Ach ja, das Frostfett, genau, wir sprachen darüber. Naja, gut. Das war die zweite Episode heute. Bis zum nächsten Mal.